Wir wiederholen praktisch Tag 7, das hatten wir. Aber gut, ich habe aus Versehen diesen Tag gelöscht. Das ist einfach so. Ich könnte sagen, ja, ich hatte technische Probleme oder, oh, nein, nein, also es ist mein Fehler. Ups, ich mache hier leise. Ich habe hier auch mein Laptop wie immer, um die Kommentare zu lesen. Okay, so ist es größer, ist es am besten. Und wie gesagt, ich könnte sagen, ja, ich hatte technische Probleme. Nein, das ist mein Fehler. Aus Versehen habe ich den Tag gelöscht. Aber wir wiederholen jetzt. Genau, wir wiederholen jetzt und dann ist das Thema die Kleidung, ne? Die Farben, Adjektive auch, um die Kleidung zu beschreiben auch und dann noch etwas, ay caramba, habe ich vergessen, dann ist noch etwas, die Adjektive, Verben auch, gut, das sind auch zwei Verben, die wir verwenden normalerweise, was heißt tragen, das sehen wir später, die Farben, los colores, wir beginnen mit los colores, also für diesen Livestream. Ist es schon wichtig, den Live-Chat offen zu haben die ganze Zeit, weil da sind die ganzen Infos, okay? Da im Live-Chat. Besonders für die Leute, die dieses später Video im Replay sehen, dann bitte den Live-Chat offen lassen, okay? Man kann schon sehr gut sehen, wann ich etwas schreibe, da ist markiert, Spanisch mit Erfolg, boom, das ist das, was ich schreibe, okay? Die ganzen Infos sind da und ich freue mich sehr. Ich habe Adjektive auch, werden wir auch heute sehen. Also das sind verschiedene Themen, aber es geht hier um, also wie man die Kleidung beschreiben kann, okay? Das machen wir heute und ich möchte, wie kann man sagen, zugeben, das ist jetzt nicht so mein Thema, weil ich keine Shopping Queen bin. Ich weiß auch manchmal nicht in meiner Muttersprache, wie ein bestimmtes Kleidungsstück heißt oder Farbe. Es gibt momentan so viele Farben, die sind so modern, meistens auf Englisch oder so. Manchmal weiß ich nicht, aber ich gebe mein Bestes und ich denke, dass wir dann am Ende eine sehr schöne, wie kann ich sagen, Liste haben oder komplett die Info, dass wir wissen, wie man Kleidung beschreiben kann. Me encanta. Bueno, muchas gracias. Vamos a saludar. Ich möchte hier begrüßen. Genau, hier ist dann, wie gesagt, mein Laptop. Vamos a ver. Kerstin, hola, hola, Santana, hola, hola, Shana, Sanas, no sé. Angela, oh Dios mío, dime más mal. Excelente. Ingrid, hola, hola, Ingrid, hola. Pamela, Vicente, Jessica, Corina, me encanta, fantástico. Muchas, muchas gracias. Wir wiederholen den Tag 7, wie gesagt. Horst, hola, hola, muy bien. Und heute, also überhaupt der Spanisch Marathon, okay, geht es um das gemeinsame Lernen. Also die erste Staffel, das war im März, März, genau, das war Ende März, genau, Ende März 2020. Die zweite Staffel, das war Juli 2020. Die dritte Staffel ist es jetzt, Anfang 2021. Die 30 Videos. Und es gibt auch noch Spanisch Triathlon. Es gibt auch Spanisch Triathlon, okay? Das alles und die ganzen Videos, die 30 Videos plus Spanisch Triathlon, das kann man bei Playlists finden. Okay? Bei Playlists hier auf dem Kanal, bei Playlists suchen, da ist erste Staffel, wumm, kommt die Liste, zweite Staffel, wumm. Das heißt, man hat nichts versäumt. Okay? Wenn das vielleicht das erste Mal ist, dass du dabei bist, dann weißt du schon, die erste und die zweite Staffel, okay, beide Staffeln warten auf dich. Und auch noch der Spanisch Triathlon. Zweimal habe ich das auch gegeben. Okay, bueno, me encanta. Fantástico, sehr viel zum Lernen. Oh, me encanta. Hola, hola, Monika. Muy bien, Kerstin. Hola, excelente. Vielen Dank. Danke für die Teilnahme. Das ist sehr schön. Bueno. Und wenn man Infos bekommen möchte, okay, zu den Videos, weil ich habe schon erzählt, Anfang Februar, ne, beginnen zwei Live-Kurse, die ich, ne, live unterrichte, über Videokonferenz. Ne? Und das ist ein Auffrischungskurs A1 und ein A2-Kurs. Ne? Videokurse kann man jeden Montag empfangen. Es gibt einen A1-Videokurs und einen B1-Videokurs.
Alle Infos sind auf meiner Webseite. Der Link kann, man kann den Link unten im Beschreibungsfeld finden. Okay? Da ist die Webseite und bei mein Angebot klicken und dann schwing, dann kommen da die Liste, die Kurse, da kann man die ganzen Infos dann bekommen. Okay? Wenn man die Infos dann regelmäßig per Mail vielleicht auch bekommen möchte, auf der Webseite hat man den kompletten Überblick. Okay? Wenn man Infos bekommen möchte. Aber manchmal gibt es Neuigkeiten oder irgendetwas von mir. Dann gibt es die Möglichkeit, sich in meine E-Mail-Liste einzutragen. Okay, das ist auch auf meiner Webseite ist das möglich. Okay, E-Mail-Liste geben, den Namen geben. Okay, am besten mit der Gmail-Adresse funktioniert besser. Okay, mit der Gmail-Adresse. Danach dann bekommt man eine Bestätigungsmail. Soll man ein bisschen warten? Man bekommt die Mail, manchmal ist auch im Spam-Ordner, deswegen schauen, okay? Und dann bestätigen und dann, na, dann kann man E-Mails bekommen, wenn ich eine E-Mail schreibe oder so. Manchmal, das sind das, was man auf meiner Webseite finden kann, das sind feste Angebote, die immer da sind oder immer wieder kommen. Die nächsten Live-Kurse sind zum Beispiel Anfang Mai, okay? Genau. Aber manchmal gibt es Workshops oder so Sachen, die ich einfach so vorschlage oder anbiete und sind nicht auf meiner Webseite. Dann meine E-Mail-Abonnenten bekommen diese Infos. Deswegen dann, okay, empfehle ich, wenn du immer wissen möchtest, was los ist, ob was Neues gibt oder keine Ahnung, Neuigkeiten, dass diese Neuigkeiten und News oder so Sachen bekommen die E-Mail-Abonnenten. Deswegen empfehle ich das, okay? Me encanta, fantástico. Vamos a comenzar. Lernen leicht, olas. Muy bien, Sandra, excelente. Muy bien, vamos a ver entonces. Wir beginnen, okay, mit diesem Thema Kleidung, um die Kleidung zu beschreiben. Wir brauchen zuerst Farben, okay? Vielleicht fragst du dich, was ist das hier? Das ist jetzt die Bühne. Das ist die Bühne für die Models, die später kommen, okay? Später kommen die Models, okay? Das ist die Bühne, deswegen jetzt das, okay? Bueno, lassen wir die Bühne hier. Und jetzt die Farben, okay? Okay, vamos a ver. Genau, kannst du in Live-Chat schreiben. Das ist ein richtiges Zusammenlernen heute, okay? Das ist ein richtiges Zusammenlernen. Denk dran, was du im Live-Chat schreiben wirst. Dann wahrscheinlich bleibt das so, aber es ist egal, ob das bleibt oder nicht. Hauptsache ist, vielleicht in einem Monat, in einem Jahr, in ein paar Jahren, dann werden auch Leute noch dieses Video weitersehen und sie werden von den lernen, was du heute schreibst im Live-Chat. Wie schön ist das denn, oder? Oh, me encanta. Me encanta. Bueno, vamos a ver entonces. Los colores, die Farben. Und ich mache auch so. Unten im Beschreibungsfeld werde ich auch schreiben, in welcher Minute welches Thema anfängt. Weil wir beginnen jetzt mit dem Thema Los Colores, danach geht es weiter, Adjektive, okay, und danach dann Kleidungsstücke und dann Beschreibungen, okay, so ein bisschen über die Kleidungsstücke, Vokabeln und so, okay, genau, die Minuten zeige ich unten im Beschreibungsfeld. Die Farben, Los Colores, vamos a ver, qué color, hier, qué color es. ¿Qué color es? Bitte in Live Chat schreiben. ¿Qué color es? Rojo, bravo, rojo, bien. Rojo, rojo, muy bien, me encanta. Excelente. Und wichtig ist es, muy bien, el color rojo, rojo, fantástico. Und Ingrid hat genau das geschrieben, was ich sagen wollte. Wenn wir etwas beschreiben, vielleicht brauchen wir auch roja, okay, rojo, okay, rojo, roja, rojos, rojas, ¿sí? Okay, deswegen, es ist möglich. Seguimos. ¿Qué color es? Amarillo, gelb, muy bien, amarillo, amarillo, bravo. Sí.
Bien, hier ist es auch möglich, amarillo, amarilla, amarillos oder amarillas zu sagen, okay? Je nachdem, über was man spricht, ¿sí? Continuamos. Continuamos. ¿Qué color es? Schön, ¿no? ¿Qué color es? Verde, exactamente. Und ich überlege jetzt, dass ich keine Lieblingsfarbe habe. Ich mag so die Farben, die froh sind, so fröhlich, froh. Verde. Sí, me gusta. Sí. Verde, verde, muy bien. Also bei verde, wir hatten gerade rojo, roja, rojos, rojas, je nachdem, als Adjektive, ne? Amarillo, amarilla, amarillos, amarillas. Aber hier, verde, männlich, verde, weiblich, bleibt so. In der Mehrzahl auch verdes und verdes. Okay? Es gibt nur verde, es gibt kein verda. No, gibt es nicht. Nur verde. Verde, verde, sí? Muy bien, bravo, bravo. Continuamos. Habe ich hier noch ein paar. Vamos a ver, ¿qué color es? ¿Qué color es? Muy bien. Also Ingrid, es gibt Azul, so wie Zerstin geschrieben hat, okay? Und das sage ich nicht nur für Ingrid, sondern für alle und auch für die Leute, die das später als Video sehen, okay? Azul. Männlich, weiblich, in der Einzahl auch Azul. In der Mehrzahl Azules, männlich und weiblich Azules. Sie? Okay? Exacto. Continuamos. ¿Qué color es? ¿Qué color es? Morado. Muy bien, morado. Richtig, andere Möglichkeit. Okay. Ja, weil hier kann man auch sagen, sí. Also, vamos a ver. Morado geht. Morado. Morada in der Mehrzahl. Morados. Weiblich, Mehrzahl. Moradas. Eine Möglichkeit. Dann haben wir auch. Moment, ich möchte gucken, was ich hier. Genau. Purpura. Ah, Purpura, es gefällt mir auch sehr gut. Purpura. Purpura, doch, das ist doch Purpura. Dann ist es so wie Verde, okay? Purpura, Purpura, männlich, weiblich in der Einzahl und in der Mehrzahl Purpuras. Okay? Purpuras. Sieh? Und dann gibt es auch noch Lila. Ne? Lila, genauso wie Purpura. Lila. Lila und in der Mehrzahl Lilas und Lilas. Na? Genau, und Purpura, vielen, vielen Dank. Sehr, sehr wichtig ist ein Akzent. Purpura, ein Akzent bei dem ersten U. Purpura, sieh? Okay? Purpura, Purpura, Purpuras, Purpuras. Ja, vamos, continuamos. ¿Qué color es? ¿Qué color es? Marrón mit doppelt R, marrón, marrón, ein Akzent bei O, marrón, 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 korrekt, marrón mit Akzent, marrón, weiblich marrón, in der Mehrzahl marrones, Mehrzahl weiblich, also männlich weiblich, marrones. Marrones. ¿Sí? Ok. Bueno. Seguimos. Ups. Ah, aquí, aquí. ¿Qué color es? ¿Qué color es? Jetzt. Ja, irgendwie soll man auch improvisieren.
encanta. Blanco, hier. Dann sagen wir so ganz normal. Blanco, weiblich, Blanca und dann Blancos und Blancas. Bien, continuamos. Habe ich die Bühne kaputt gemacht. Die Bühne, sowas. ¿Qué color es? Richtig, Ingrid. Muy bien. ¿Qué color es? Correcto, muy bien. Los colores. Was brauchen wir, um Kleidung zu beschreiben? Negro. Gut, es gibt manchmal Leute, die sehr, sehr viel schwarz anziehen. So wie ich. Manchmal braucht man auch nicht so viele Farben, dass man viel Vokabeln lernen muss. Aber gut. Negro, negra, negros, negras. Das ist so wie rojo. Rojo, roja, hatten wir. Rojo. Roja, rojos, rojas, negro, negra, negros, negras, ¿ok? Genau, bueno, bravo, muy bien, Pamela, Angela, Rainer, Jos, fantástico, Santana, Shana, oder ich weiß nicht, wie man das ausspricht, sorry, pero bueno. Ingrid Vesco, Leo Drums, me encanta, muy bien, muchas, muchas gracias. Excelente, Ingrid, Sandra, Angela, bravo, 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 me encanta, muchas gracias, danke fürs Mitmachen, Jessica, Zerstin, me encanta, Pamela, muy bien, vamos a ver aquí, ¿qué color es? Aquí, ¿ok? Aquí arriba, ¿qué color es? ¿Qué color es? ¿Qué color es? Eso, me encanta, muchas gracias, exactamente, naranja. Naranja. Exacto. Naranjo, naranjo nicht, als Farbe nicht. Es gibt El Naranjo und ich glaube, das ist der Orangenbaum, das ist El Naranjo. Okay? Die Farbe, wir über die Farbe sprechen, das ist Naranja, es ist el color Naranja. Okay? Naranja, männlich Naranja, männlich in der Einzahl, weiblich in der Einzahl, Naranja, Naranja in der Mehrzahl, Naranjas und Naranjas. Okay? Die gibt es auch zum Essen, okay? Aber das ist was anderes. Wir sprechen jetzt über die Farbe. Bueno, continuamos. Dann die letzte Farbe. Genau, die letzte Farbe. Ach, ich lasse das hier, nicht, dass ich vielleicht das später brauche. Ich lasse hier die Farben. Vamos a ver. Sí. Qué color es? A ver, kann man sehen, sí, ¿no? Ich glaube. ¿Qué color es? Muchas gracias, Angela, genau, das ist die Erklärung. Rosa, muy bien. Rosa, so wie Naranja. Rosa, rosa, in der Einzahl, männlich oder weiblich, und dann Rosas und Rosas. Okay? Es gibt auch eine Blume, la rosa. Was anderes, wir sprechen über die Farbe, okay? Oder rosado, muy bien, bravo Pamela, kann man auch rosado sagen, okay? Wenn dann wir rosado anwenden und sagen dann rosado, rosada, rosados und rosadas, sí? Okay? Bueno, me encanta, fantástico, ich glaube, das genügt, oder? Genau, okay, me encanta. Und jetzt das nächste Thema, das wir brauchen, um beschreiben zu können, das sind die Adjektive. Wenn wir Kleidung beschreiben, wenn wir sagen möchten, wie eine Kleidung, wie ein Kleidungsstück ausschaut oder so. Gris, okay, wir haben Gris, das ist grau, okay. Gris, interessant, weil Gris, das ist Gris, Gris und dann Grises und Grises. Sieh? Bueno, vamos a ver. Jetzt die Adjektive gleich. Ich trinke ein bisschen. Bueno, vamos a ver entonces. Das habe ich hier so ein bisschen was geschrieben. Adjektive, um Kleidung zu beschreiben. Okay, vamos a ver. Vamos a ver aquí. Exacto. Adjektive, um Kleidung zu beschreiben. Vamos a ver. Zum Beispiel, was können wir sagen? Wir können zum Beispiel sagen bonito oder feo. Bonito, ist es schön,
Feo, hässlich, okay? Und je nachdem, bonito, bonita, feo, fair, okay? Genau. Oder vielleicht in der Mehrzahl bonitos. Na, da aufpassen bitte, wenn Adjektive da sind, okay? Das ist ein typischer Fehler manchmal. Na, deklinieren, schauen, okay, ist es männlich, weiblich in der Mehrzahl, da aufpassen, okay? Genau, sage ich, weil ich werde jetzt nicht alle, na, auch die Mehrzahl schreiben, aber ich sage, das bitte achten, okay? Darauf achten. Bonito, bonita, feo, fair. Was habe ich da hier noch? Okay, Ingrid hat ancho, ancha, estrecho, estrecha. Muy bien. Ancho, das ist weit. Estrecho, eng. Okay, muy bien. Ropa nueva y vieja. Ropa nueva, neue Klamotten oder alte Klamotten. Ropa nueva oder ropa vieja. Okay, gut, dann schreibe ich hier weiter. Eine Sekunde, ich habe. Hier, genau, ich schreibe auch hier, weil das habe ich, das hat schon jemand gesagt, deswegen passt es gut. Okay, jetzt das zu schreiben, estrecho, estrecho, eng, ancho, weit. Okay, bien, vamos a ver entonces, seguimos. Wir machen das zusammen, ¿no? A ver, despacio. Despacio. A ver. Ich sage dir gleich, Vesco, eine Sekunde, wenn wir dann die Kleidungsstücke sehen, okay? Wir sind jetzt bei den Adjektiven. Largo, corto. Largo, lang, corto, kurz, okay? Cómodo. Das schreibe ich hier, weil das habe ich nicht auf der Liste. Cómodo, das ist bequem, kann man sagen, für Kleidungsstücke, ich hoffe. Na, weil etwas so ist, ganz locker und man fühlt sich sehr wohl. Es ist nicht so eng, dass man nicht so, wenn eine Hose, ich finde es so furchtbar, wenn eine Hose so eng ist, dass man nicht so ein- und ausatmen kann. Genau. Ja, also, aber cómodo heißt das, ne? Vielleicht gemütlich für Kleidung, kann man sagen, gemütlich, okay, bueno. Okay, dann. Habe ich hier auch noch. Vamos a ver. Sí. Oscuro. Ok. Bequem. Ok. Oscuro. Oscura. Also dunkel. Claro. Clara. Hell. Ok. Genau. Sí. Después, vamos a ver qué más tengo. Genau, das kann man auch sagen, ganz einfach. Grande, groß oder pequeño, klein. Okay, pequeño, pequeña, pequeños, pequeñas, sí. Grande, groß, genau. A cuadros, ¿cómo se dice a cuadros? En alemán, por favor, también, Pamela. Ich kenne Pamela, deswegen bin ich so frech. Pamela, schreib mal auf Deutsch auch, bitte. ¿Cómo se dice a cuadros? Gestreift? No, kariert. No, streif ist so. Gracias, kariert, a cuadros. Das schreibe ich auch, weil das ist auch. Kariert ist das, sí, muy bien. Und gestreift, so ist arrayas, okay? Arrayas. Ich glaube, das ist schon gestreift, wenn das so ist, oder? Arrayas, sí. Vamos a ver. Da kommt jetzt. Komme ich an meine Grenzen, weil das ist genau die Vokabel, die ich nicht so beherrsche, aber auch nicht so in meiner Muttersprache. Also, no soy una shopping queen, das gestreift. Oh, Dios mío. Bueno, ich habe dann noch etwas, eine Sekunde. Gut, Estrecho Ancho hatten wir auch. Exactamente. Dann auch. Formal, informal, okay, formal, informal, formell, ich glaube, sagt man, oder? Formell, genau, formal, ein Anzug oder so, no? Informal, Vaqueros, Jeans, no? Das sehen wir auch gleich, das sehen wir auch gleich. Wir sind jetzt bei den Adjektiven, okay? Wir sind bei den Adjektiven und auch noch ein
Moment, ups, genau hier. Oh, ich schreibe dann lieber, das wäre moderno. Das ist auch interessant jetzt, also moderno, moderna. Na, das ist jetzt modern, moderno, moderna. Wenn etwas altmodisch ist, no? Altmodisch, dann ist pasado de moda, kann man sagen. Vielleicht gibt es auch andere Wörter, aber ich, pasado de moda, altmodisch, okay? Pasado de moda, nicht mehr. No, zum Beispiel das, was man vielleicht, keine Ahnung, in den 80er oder so getragen hat, jetzt nicht mehr. Das ist pasado de moda. Exacto. Fuera de moda. Sí, correcto. Muy bien, correcto. Exactamente. Genau, wir haben dann Adjektive. Ich gucke, ob ich hier noch. Oh, genau. Man kann auch sagen, elegante, habe ich jetzt gefunden. Elegante. Na, das ist elegant, elegante. Gut, je nachdem, Besko, worüber wir sprechen. Pasado de moda, wenn das männlich ist, ne, worüber wir sprechen, was, und pasada de moda, weiblich. Das sollen wir anpassen, gucken, ne, was, genau, so wie bei den Adjektiven, so wie wir hatten. Rojo, roja, rojos, rojas oder hier. Pequeño, pequeña, pequeños, pequeñas. Pasado de moda, pasada de moda. Pasada de moda. Sí, je nachdem, ¿ok? Genau, ich überlege. Sí. Bueno, vamos a ver, continuamos. Exacto, Adjektiv, ich glaube, haben wir schon. Okay, und jetzt kommen die Models. Jetzt ist das nächste Thema, okay? Jetzt kommen die Models, jetzt ist das nächste Thema. Und ich habe für diesen Teil nichts jetzt vorbereitet, so dass ich Sätze kopieren soll in den Live-Chat oder so. Das machen wir zusammen. Deswegen machen wir das langsam und wir beginnen immer von oben bis unten. Wie machen wir das? Also, ich habe hier, und als ich das gesucht habe, weil ich bin auf die Idee gekommen, oh, ich mache dann die Kleidung beschreiben und so. Und dann bin ich, lernen leicht ist begeistert. Ja, die Models kommen gleich, lernen leicht. Ganz hübsche, hübsche Männer, hübsche Frauen. Also es wird ganz interessant werden. Also, ich habe das hier, möchte ich dir zeigen. Das sind sehr viele. Okay, kann man sehen. Okay, das Licht hilft jetzt nicht so. Na, so Bilder und so weiter, die ich vorbereitet. Also früher hatte ich das für die Volkshochschulen, wo ich also gearbeitet habe. Das war, und habe ich auch hier mal für die Gruppen. Na, früher sind auch Schüler manchmal zu mir gekommen und dann, wenn das Thema, na, wenn wir das gelernt haben, dann haben sie das noch hier. Das sind dann auch noch mehr Models und so weiter. Genau. Und ich habe dann sortiert und für uns habe ich dann Bilder. Genau das alles. Noch sehr viel. Bueno, muy bien. Okay. Habe ich hier und hier, das sind unsere Models. Genau das beschreiben wir. Und dann haben wir im Live-Chat danach eine sehr schöne, wie kann ich sagen, eine sehr schöne Liste. Kleidung jetzt für Frauen und Kleidung. Ne? So, Vokabeln. Me encanta. Me encanta. Vamos a ver entonces. Comenzamos. Beginnt die Mode Show. Vamos a ver. Dann habe ich das. Das hilft mir auch zum Festhalten. Sehr schön. Vamos a ver aquí. Okay. Bien. Und wenn wir dann, wenn wir beschreiben, na, was jemand trägt, dann, sehr, sehr wichtig ist das für eine Beschreibung, ist ja klar, dann verwenden wir das Verb llevar, okay? Llevar ist tragen. Es geht aber auch tener, sage ich, okay? Tener, ich glaube, das klappt immer, also tener, okay? Llevar aber auch, wenn wir meinen tragen, Kleidung tragen, llevar. Möglich ist es auch llevar puesto, das schreibe ich im Chat, okay? Verben. Llevar dann llevar puesto geht auch
Oder tenera, warum nicht? Das ist möglich, das ist auch nicht falsch. Okay? Jetzt kann man das lesen. Ich würde jetzt empfehlen, ja, wenn man nicht so schnell, Pamela, eine Sekunde. Wenn man zum Beispiel eine mündliche Prüfung ne, schreibt oder machen muss, dann und vielleicht Kleidungsbeschreibung dabei ist oder so, dann lieber llevar als tener. Okay? Dann lieber llevar oder llevar puesto als tener. Heißt es aber nicht, dass tener verboten ist. Okay? Ich sage nur, weil es ist besser. Okay? Wenn es um Diplom, Punkte, Noten oder sowas. See? Okay. Genau, also ich habe hier das erste Modell, aber, es gibt keinen Unterschied, Besko, das ist gleich, okay? Es gibt keinen Unterschied und dann hat noch, ich möchte damit anfangen, dann hat er auch oben gefragt, wie sagt man, Moment, ich suche jetzt die Frage, weil jetzt ist es der richtige Moment, eine Sekunde, Jogginghose auf Spanisch, Jogginghose, ich gucke mal, ich weiß es nicht. Ja, ich bin frech, sorry, wenn ich nicht weiß, was ich sage, ich weiß es nicht. Ich bin ein normaler Mensch. Ich bin ein Spanischlehrer, ich bin keine Wikipedia, sage ich. Ja? Vamos, vamos. Okay. Das ist wahrscheinlich in Spanien. Okay. Ich weiß es auch nicht so genau, wie man. Okay. Pantalón de Chandal. Voy a escribir eso. Okay. Dann schreibe ich das. Oh, was mache ich jetzt? Eine Sekunde. Okay. Dann schreibe ich das. Okay. El pantalón de Chandal, weil das ist auch Pantalones de Chandal. Okay, Pantalones dann. Ich tippe das, entschuldige, ich bin jetzt gleich fertig. De Chandal. Okay, die Jogginghose haben wir hier. Wir beginnen jetzt mit dem ersten Modell, okay? Wir beginnen dann, habe ich hier verschiedene Bilder. Pamela hatte schon angefangen. Vamos a ver aquí. Okay. ¿Qué lleva ella? ¿Qué lleva? Danach dann zeige ich die Schuhe. Jetzt, wir beginnen dann oben. ¿Qué lleva? Ella lleva Pantalones, man kann noch nicht sehen, die Hose, Pamela, ich weiß nicht, wie du das schaffst. Aber gut, wenn dann Pantalones Deportivos, okay? Wenn die Leute etwas falsch im Live-Chat schreiben, weil ich tippe jetzt nicht alles, okay, sage ich jetzt mündlich, okay? Pantalones Deportivos, sportliche Hose, okay? Lleva un abrigo marrón. Okay, marrón ist es braun oder lleva un abrigo negro. Vielleicht wegen dem Licht kann man nicht so hundertprozentig sehen. Marrón ist braun, braun, negro, schwarz, okay? Okay, lleva un abrigo marrón oscuro. Correcto, lleva puesto un abrigo, sí. Perfecto, muy bien. Und was hat sie hier dann? Was hat sie? Weil das ist auch. Habe ich gefunden auch ein Wort, das ist wirklich Rollkragenpullover. Der Rollkragenpullover, ach, gefällt mir das Wort. El jersey de cuello cisne o cuello alto. Okay. Okay. Das schreibe ich. Das finde ich interessant. Eine Sekunde. Moment, ups, wo bin ich? Okay. Jersey de cuello cisne oder cuello alto, okay? Dann würden wir hier sagen, ella lleva un jersey blanco,
de cuello cisne, man kann sagen, entweder cuello cisne oder cuello alto, ¿ok? So oder so. Lleva un jersey blanco. Muy bien, und dann schauen wir weiter. Vielleicht kann man auch sehen, die, vamos a ver acá. Ah, no, no, kann man nicht die, ich dachte, man kann die Schuhe sehen. Bueno, los pantalones. ¿De qué color son los pantalones? Lleva pantalones. Unos pantalones blancos. Siehst du, jetzt brauchen wir, was hatten wir bei der Farbe? Blanco, blanco, blanca, blancos. Warum blancos? Los pantalones. Bueno, me encanta. Continuamos. Continuamos. Vamos a ver aquí. Ok. Vamos a ver. Tun, 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 tun. A ver. Sí. ¿Qué lleva? Ay, perdón, ahí. ¿Qué lleva? Ok, ¿qué lleva? Yo he puesto unos pantalones blancos, muy bien. Lleva un vestido antracita. Ich weiß nicht, was antracita heißt. Entschuldige, wenn du das sagst, das wäre schön. Un vestido. El vestido, das Kleid, richtig, auch richtig geschrieben. El vestido, das Kleid. Es ist sehr wichtig, um mit diesem Livestream oder Video lernen zu können, dass der Live-Chat offen ist. Das sage ich für die Leute, die das als Video sehen später, nicht live dabei waren, okay? Oder im Replay oder so. Sehr, sehr wichtig, okay? Wir machen das zusammen. Ich mache das zusammen mit den Teilnehmern, mit den Leuten, die jetzt live dabei sind, okay? Bien, un vestido, lleva puesto un vestido marrón, muy bien. Ok, lleva un vestido con mangas largas, ok? Wie sagt man das? Lange Ärmel, sí, mangas largas. Un vestido, marrón, o mit Akzent zuerst, ok? Un vestido marrón y blanco. Ah, antracita, Oh, gracias. No, zum Beispiel, das wusste ich nicht. Entschuldige, das wusste ich nicht. Hab auch gesagt, ich bin, es ist nicht so mein Thema, auch privat und überhaupt. Also, pero bueno. Muy bien. Antracita. Gut. Okay. Das merke ich mir. Perfecto, lleva una cadena. Muy bien, lleva una cadena. Bien, und kann man die Schuhe sehen? Gucke ich mal gleich, eine Sekunde. Okay. Bien, bien, bien. Okay, ¿qué lleva? Was sind das für Schuhe? Mache noch höher, glaube ich, das passt. Lleva una cadena, correcto. Lleva botas largas. Muy bien. Lleva botas largas. Botas, die Stiefel. Es gibt so ein Märchen. Ich kenne das Märchen El Gato con Botas. So ist es auf Spanisch. El Gato con Botas. Lleva botas grises. Grises ist grau, okay? Un brazalete marrón oder gris. Brazalete, das ist ein Armband, aber nicht das hier, sondern was ein Armband, das besonders, wie kann man sagen, dick ist, dick oder groß ist, okay? Nicht so, das ist zu klein. Muy bien, excelente. Continuamos, Me encanta, muy bien. Me encanta, vamos. Vamos a ver ahora. Sí. Vamos a continuar aquí. A ver. Exacto. Vamos a ver ahora. ¿Qué lleva ella? ¿Qué lleva ella? Sí, der gestiefelte Kater, exacto, Pamela. Muy bien. ¿Qué lleva ella? ¿Qué lleva ella? Eso, dass man mich auch sehen kann. Ahí sí. Ahí estamos. Muy bien, Perfecto.
A ver, lleva una chaqueta de cuero marrón. Perfecto, muy, muy bien. Lleva una chaqueta de cuero marrón. ¿Ok? Muy bien, excelente. Muy bien, ella lleva una chaqueta de cuero, mitzea, cuero, ¿ok? Lleva una chaqueta marrón, on, kein marrona, marrón, bleibt marrón, ¿ok? Und o mit Akzent, ¿ok, Santana? Sí. Ok, Jessica, vaqueros azules, muy bien, jeans, los vaqueros, die jeans, me encanta. Man kann aber auch Jeans sagen. In Lateinamerika kann man Jeans sagen. Los Jeans oder los Vaqueros in Spanien, okay? Cuero ist Leder. Lleva una chaqueta. Nicht jaqueta, sondern chaqueta. CH, okay? Chaqueta, so wie oben. Okay? Ein paar Leute geschrieben haben, so wie oben. Lleva un, interesante. Lleva un Cinturón. El Cinturón. Dann sage ich, lleva un cinturón negro. El cinturón, der Gürtel. El cinturón. Un cinturón negro. Negro. ¿Ok? Lleva los vaqueros, nein, wir waren unbestimmt. Vaqueros oder unos vaqueros, ¿ok? Bei los vaqueros, das wäre die Jeans, dann wäre bestimmte Jeans und na, wir sprechen jetzt im Allgemeinen, ¿ok? Bueno, lleva vaqueros, lleva una camiseta, la camiseta, das ist das T-Shirt, lleva una camiseta roja, bravo. Vaqueros, los vaqueros, ¿ok? Lleva un cinturón negro con una hebilla plateada. Ich weiß nicht, wie man hebilla auf Deutsch sagt. Bitte im Live-Chat schreiben. Ich weiß es nicht, wie man das auf Deutsch sagt. Perdón. Hebilla plateada. Qué vergüenza. Ja, eso suena ein bisschen peinlich, aber perdón. Perdón, eso va. Lleva un cinturón, el cinturón. Hebilla auf Deutsch wäre toll, damit ich, ich lerne. Bueno, perfecto. Dann die Schuhe vielleicht, ne? Gürtelschnalle. Oh, okay. Gürtelschnalle. Bueno, okay, dann weiß ich jetzt. Okay, vamos a ver entonces aquí. Oh, vamos machen wir noch höher. Okay, los zapatos. Okay. Bien. ¿Qué son zapatos? Was können wir noch über die Schuhe sagen? Was können wir noch über die Schuhe sagen? A ver. Lleva zapatos, zapatos con tacones, genau. Lleva zapatos con tacones. Tacones, das sind hier die Tacones, das. Con tacones, muy bien. Lleva zapatos rojos, correcto, correcto. Zapatos mit P, zapatos rojos. Lleva unos zapatos pelirrojo, das ist mehr für Menschen, die Farbe pelirrojo. Nicht so für Kleidung oder Sachen. Ne? Habe ich nie gehört für Sachen. Nicht, dass jetzt vielleicht der letzte Schrei ist, aber ich habe nie gehört, pelirrojo, das ist mehr für Personenbeschreibung, für Personen. Okay? Bueno, continuamos. Lleva unos zapatos de tacón. Los zapatos tienen, ich sage Passadores. Ich gucke mal eine Sekunde. Schnürsenkel, das sind Passadores, nicht, dass es ein Wort ist, das man nur in Peru sagt oder so. Ich gucke mal, Schnürsenkel, okay. Schnürsenkel, vamos a ver.
Okay, perfecto. Ah, gut, dass ich suche. Genau. Lleva zapatos de tacón, wie wir es gesagt haben, zapatos de tacón. Zapatos con cordones. Cordones. Das schreibe ich jetzt hier. Los cordones. Die Schnürsenkel. Das schreibe ich jetzt. Los cordones. Die Schnürsenkel. Okay, wow. Okay. Okay, encajes. Bueno, okay. Es gibt so verschiedene Farben, verschiedene Vokabeln manchmal. Farben auch, Farben auch. Okay, vamos, continuamos, continuamos, continuamos. Vamos a ver entonces. Exacto. Sí, ich glaube, das können wir auch schnell, weil ich habe hier noch mehr. Habe ich hier noch die Männer sind danach dran. Aber ich glaube, das können wir schon schnell beschreiben. Vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí. ¿Qué lleva? Okay, ¿qué lleva? Ajá, seguimos. Ja, das ist auch Spanisch Marathon, ne? Vamos, vamos. ¿Qué lleva? ¿Qué lleva esta mujer? Es una blusa, lleva una blusa rosa. Muy bien. Muy bien. Una blusa rosa. ¿Qué más? ¿Qué más? Lleva una blusa rosa y un gran collar. Un gran collar, geht es, oder un collar largo. Muy bien. ¿Was noch? Lleva, oh, da kann man, ajá, ¿qué más? Lleva unos, oder pantalones blancos. Man kann sagen, entweder pantalones blancos oder unos pantalones blancos. Wie gesagt, nicht so die bestimmte Artikel, los pantalones blancos, weil das heißt, sie trägt die Hose, dann geht es um eine bestimmte Hose, aber hier geht es nicht um eine bestimmte Hose. Deswegen lleva pantalones blancos oder unos pantalones blancos und lleva, muchas gracias, sandalias, ¿ok? Lleva sandalias, ¿sí? Also Falda, das ist, la Falda heißt der Rock, ¿ok? La Falda, ich sage jetzt für die Vokabel, weil jemand das geschrieben hat. La Falda, der Rock, ¿ok? No, es un son pantalones, ¿ah? Ja, vielleicht kann man nicht so hundertprozentig perfekt sehen, tut mir leid. Okay, jetzt geht es weiter. Ah, vamos a ver ahora. Aquí. Vamos a ver. Ja. Vamos a ver aquí. ¿Qué lleva este hombre? ¿Qué lleva? Okay, ¿qué lleva este hombre? Da kann man das sehen. Und hier noch. Okay. Okay, kann man hier auch noch weiter sehen. Ich mache mal höher. Okay. Dass man auch sehen kann. Aha. Okay, vamos a ver. Lleva una camisa blanca que es elegante. Él lleva, emit accent, ¿ok? Lleva una camisa blanca, muy bien. Una camisa, keine bestimmte Artikel, Erika, ¿ok? Una camisa, es unbestimmt. Lleva una camisa blanca, larga, ¿ok? Camisa blanca, muy bien. El caballero, wow, kann man auch sagen, caballero. Caballero lleva una camisa blanca, muy bien. Y vaqueros, muy bien. Una camiseta, das ist T-Shirt, ¿ok? Una camiseta, ven camiseta, una, weil das ist la camiseta, nicht un, ¿ok? Bueno, ich korrigiere, weil ich weiß, dass später werden Leute das sehen mit dem Live-Chat. Deswegen korrigiere ich auch, was die Leute schreiben. Deswegen, das ist der Grund, ¿ok? Lleva una camiseta blanca y vaqueros. Lleva un reloj y vaqueros azules. Muy bien. Camiseta blanca, vaqueros, ¿ok?
Lleva unos vaqueros azules y zapatos, zapatos de cuero negros. Zapatos de cuero negros. Lleva un reloj. Muy bien. Lleva unos pantalones jeans. Asojía, este es mi oliva. Entreda lleva unos vaqueros o da unos jeans. Es besa, ¿ya? Lleva, el hombre lleva vaqueros azules. Muy bien. Tiene la camisa negra. No, no, no es negro, ¿eh? Es blanco. Entonces, la camisa negra es de Saslito, ¿no? La tiene una camisa blanca. Ok, me encanta. Vamos a continuar, vamos a continuar. Sí. Uy, vamos a ver aquí. Ajá. Dann werden wir elegant jetzt. Wir werden jetzt elegantes. A ver, vamos a ver. Sí. ¿Qué lleva? ¿Qué lleva? ¿Qué lleva este hombre? ¿Qué lleva? Okay. Exacto. Also, el hombre es mudo. El hombre es. Das ist ohne Akzent. ¿Eh? Ok. Genau. Ne negra tengo el. Exacto. Bueno. Jessica, lleva un traje negro. El traje de Anzug. Muy bien. Él lleva un traje formal. Muy bien. El hombre elegante, ok, lleva un traje negro, bien. Una corbata. Das schreibe ich jetzt. La corbata, eine Sekunde, la corbata, das ist die Krawatte. Ay, caramba. Sí, la corbata, so geschrieben. Lleva una corbata marrón, brown, a veces nicht brown, aber vielleicht sieht brown aus, aber egal. Lleva un traje negro, una chaqueta elegante, chaqueta, das ist Jacke, ok? Und das ist keine Jacke, ok? Chaqueta, das ist Jacke. Exacto, un traje elegante, lleva una camisa blanca con una corbata, exactamente. Una camisa blanca y una corbata llega. Exacto, ok. Bueno, sí, muy bien, muy bien. Vamos ahora. Tenemos aquí. Así estás, letzte model. Estás, letzte model. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver ahí. ¿Qué lleva? ¿Qué lleva él? Ahí, muy bien. ¿Qué lleva él? Lustig, meine Bühne, wie ich das sehe. Aber gut, ¿qué lleva él? Lleva un jersey, el jersey, ¿ok? El jersey de pullover. Jersey. Genau. Aufpassen bei Suéter, wollte ich jetzt sicher sein. El Suéter, das ist der Pullover, aber das ist mit Akzent, ¿ok? Das nicht vergessen. Wenn man spricht, dann sieht man die Akzente nicht, ne? Aber wenn man schreibt, dann sollen wir aufpassen. Sie, vamos a ver, lleva un jersey blanco, un pullover blanco. Ich gucke, ob Pullover mit doppelt L. Ich sehe das, ich möchte sicher sein, ich weiß es nicht. Doch, das ist richtig, Pullover, auch auf Spanisch doppelt L. Das passt. Bueno, habe ich jetzt gerade gesehen. Muy bien, perfecto. Un suéter cómodo. Es el suéter. El suéter blanco. ¿Ok? El suéter. ¿Ok? Bien, un jersey de algodón. Bueno, un jersey de algodón. Algodón, baumwolle. ¿Ok? De aus, ¿no? De algodón.
un jersey, muy bien, unos pantalones marrones, aufpassen da, ¿ok? Y unos pantalones marrones, muy bien. Vielleicht kann man noch die Schuhe sehen. Ich gucke mal. Eine Sekunde. Aha. Bueno. Fast. Na, fast. Kann man fast sehen. Ahí. Okay. Okay. Lleva un reloj de plata. Das ist un reloj de plata aus Silber. Bueno, sí, vielleicht, ¿no? Puede ser, sí. Pantalones marrones. Aufpassen da. Noch einmal. Marrones. Lleva unas botas. Unas botas para excursión. Doch, könnte man sagen. Sí, me encanta. Lleva unas botas para excursión. Sí, muy bien. La excursión, das ist der, ¿cómo se dice? Der Ausflug, ¿no? No la pasarela. La pasarela, sí, pasan. La pasarela, esta es was ich hier habe, pero bueno. Lleva zapatos marrones, doppelt R, marrones con. Das hatten wir gerade, ja? Eine Sekunde. Ich gucke mal, habe ich jetzt selber vergessen. Oh, wie peinlich ist das denn? Cordones war das Wort. Lleva zapatos marrones con cordones. Cordones, das Wort hatten wir oben. Botines, sí. Genau, Bottines, das sind los Bottines, das sind Stiefel, die nicht so lang sind, no? Wie wir, Moment, wir hatten das gerade bei einer Frau. Moment. Las Botas zum Beispiel, Botas, ach hier, na? Das ist zum Beispiel. Wir haben hier Botas, aber die sind Botas doch, largas oder grandes, no, grandes nicht. Las Botas, ay, wie kann man sagen? Largas, das klingt komisch. Botas. Ay, oh, Dios mío, Dios mío. Okay. Ich weiß es nicht, wie ich das sagen soll mit dem, dass es so grand, na, no, grandes kann man nicht sagen. Botas. Ich habe jetzt, ich weiß es nicht genau, wie man es sagen kann. Aber ich möchte sagen, Botines. Wenn ich auf das Wort komme, schreibe ich im Kommentarfeld, okay? Ich habe jetzt, ich weiß es nicht, jetzt, wie man es so sagen kann. Aber normalerweise, las botas. Gracias, Erika. Muchas gracias. Botas, das kann man so sagen. Me fascina. Muchísimas gracias. Botas hasta las rodillas. La rodilla. Las rodillas, die Knien. Okay, exactamente. Das ist ganz super. Hasta las rodillas. Aber hier kann man sehen, und es gibt auch nicht alle Stiefel sind so. Dann kann man sagen Bottines, wenn die Stiefel kürzer sind. Kürzer, dann kann man sagen los Bottines. Auf Deutsch weiß ich nicht. Ich überlege jetzt, aber da das. Gracias, Pamela. Wisst ihr es? Stiefletten oder so, okay? Das sind Bottines. Und es gibt Bottines para hombres oder Bottines para caballeros, wie hier. Bottines para caballeros, Bottines para hacer senderismo zum Wandern. Bottines para hacer senderismo, man kann auch sagen zapatos, je nachdem, okay? Para hacer senderismo zum Wandern. Oder nur Bottines, ganz normal. Okay? Genau. Muy bien, gracias. Stiefeletten, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, aber das sind los Bottines. Okay? Genau. Bueno, me encanta. Me encanta, muy bien. Ich glaube, dann haben wir schon alle Models gesehen, oder? A ver, vamos a ver. Ich möchte jetzt niemanden vergessen. Niemanden. Ich möchte jetzt. Okay, ich glaube, dass wir dann, a ver, eine Sekunde, doch, wir hätten dann schon alle, sí, me encanta, muy bien,
Dann nehme ich das hier, meine Bühne. Muy bien, excelente. Ich gucke, ob wir noch Vokabeln hier. Genau. Sí, genau. Zum Beispiel Badeanzug. Badeanzug, wie sagt man das? Badeanzug. Badeanzug ist es. Ich habe schon, das Wichtigste ist da. Genau. Das Wichtigste ist da. Badeanzug. Vamos a ver. Es traje de baño, man kann das auch sagen. El traje de baño, traje para traje nadar, sagt man nicht. Da? Traje de baño ist besser. Oder el bañador, richtig smudo, mit ñe. El bañador oder el traje de baño. Exacto. Traje de baño, das ist Badeanzug, okay? El bañador, das ist für einen Mann oder für eine Frau, el bañador, okay? Me encanta, muy bien. Dann haben wir Schuhe gesehen, verschiedene. Ich weiß nicht, ob wir hatten wir die Sandalen? Hatten wir die Sandalen? Wie sagt man das auf Spanisch? Las. Wie sagt man das auf Spanisch? Sandalen, doch, so sagt man das, ja. Las sandalias, exactamente. Kein Problem, habe ich mir vorgestellt, Pamela. Muy bien, las sandalias, genau. Und dann, wenn man, der Hut, okay? Der Hut ist das. Also Sañadillas, das kenne ich leider nicht. Ja? Vielleicht ist es von einer Region oder Dialekt oder keine Ahnung, ich kenne nicht. Las Sandalias ist das normale Wort. Normal. El Sombrero, me encanta. El Sombrero, muy bien. El Gorro, das ist die Mütze. El Gorro, das ist eine Mütze, zum Beispiel jetzt für den Winter. El gorro, el sombrero, dann ist das was anderes, der Hut. Me encanta, muy bien. Dann die Brillen kennen wir, für die Brillen, das sind las gafas. Und die Sonnenbrille, das wäre las gafas. Das wäre las gafas. Las gafas de sol. Del sol nicht, sondern de sol. Okay, las gafas de sol. Me encanta, muy bien, muy bien. Ich glaube, wir haben eine sehr schöne Liste. Wir haben einen sehr schönen Inhalt, sehr wichtige Infos und Vokabeln. Jetzt zusammen, richtig, las gafas para el sol. Doch, es würde gehen, aber es ist am besten las gafas de sol, okay? Nicht del, sondern de, las gafas de Sol, sie? Genau, also wie gesagt, wir haben zusammen die Vokabeln, okay? Also zusammen gemacht jetzt diese Liste. Eigentlich nicht nur jetzt Kleidungsstücke, wir haben angefangen und wir haben angefangen mit dem Thema. Wir haben die Farben, okay? Die Farben. Ups! Ist geflogen. Okay, el azul a volar. No? Wir haben hier die Farben. Danach dann haben wir über die Adjektive gesprochen, die wir brauchen, um beschreiben zu können. Die Farben, Adjektive. Und danach dann haben wir angefangen, auch ein bisschen zu beschreiben. Und haben wir Vokabeln, okay, zum Thema Kleidungsstücke. Ist ja klar, das braucht man auch, okay? Sehr schön. Und die Minuten kann man auch unten im Beschreibungsfeld, das habe ich auch am Anfang gesagt, okay? Kann man die Minuten von jedem Thema, Farben, Adjektive und Beschreibung im Beschreibungsfeld auch finden, okay? Me encanta, me encanta. Und dann schreibe ich hier, es tan triste que este fue el último día ahora. Estoy des, oh, sí, sí, sí. Exactamente, heute haben wir den Tag 7 wiederholt, weil ein Problem da war, war es weg. Genau, gestern habe ich den Tag 10 gegeben,
Heute haben wir den Tag 7 wiederholt. Ich möchte mich bedanken für die Teilnahme. Muchísimas, muchísimas gracias. Genau, jetzt kann man die komplette dritte Staffel bei Playlists auch finden. Die 10 Videos bei Playlist, dritte Staffel. Aber nicht nur die dritte Staffel, sondern auch die erste Staffel und die zweite Staffel vom Spanisch Marathon. Das war letztes Jahr. Das kann man finden. Plus noch Spanisch Triathlon. Zweimal habe ich das auch gegeben. Das findet man auch bei Playlists. Ganz tolle Sachen. Und nicht nur das, sondern auch andere Videolisten. Deswegen ist meine Empfehlung, um Spanisch zu lernen, dann auch Playlists zu gucken. Nach Themen sind die Videos, alle Videos sortiert. Ich habe schon, ich glaube, zu 98% alle Videos von dem Kanal sind da sortiert nach Themen. Diese Ordnung gefällt mir gut und ich möchte so das so behalten, okay? Das war schon eine Menge Arbeit, ne? Ganz am Anfang, aber jetzt geht es, ne? Weil die Gruppen sind da, die Listen sind da und für mich ist es jetzt auch leicht. Wenn ich einen Livestream gemacht habe, so wie jetzt und fertig ist, oder ein Video oder so, dass ich das hinzufügen, das geht schnell, ne? Aber wenn man das erste Mal macht, die ganze Liste und dann die Videos noch dazu, das war schon, aber ich bin sehr, sehr zufrieden, wie das alles ausschaut und zum Lernen, diese Ordnung gefällt es mir sehr gut. Oder wenn man ein Thema braucht oder so, oder eine Info, eine Erklärung oder so. Also du würdest mir sehr, sehr helfen, okay? Wenn es dir gefallen hat, also nicht nur der Spanisch Marathon, sondern sonst die Videos, bitte dann den Kanal zu abonnieren. Das würde mir sehr, sehr helfen. Einmal. Dann zweitens, ich möchte nicht vergessen, was ich sagen möchte. Bitte die Glocke, nachdem man den Kanal abonniert hat, neben abonniert, da sieht man eine Glocke. Man kann die Glocke aktivieren und was passiert dann? Dann bekommst du eine Meldung von YouTube, wenn ein neues Video von mir da ist oder wenn ich einen Livestream mache gerade oder irgendetwas, dann bekommst du die Meldung dann. Okay? Das, die Glocke aktivieren, genau. Und dann drittens wäre es ganz, ganz schön, man kann mir sehr helfen, wenn man meinen Kanal auch weiter empfiehlt oder empfiehlt. Ich empfehle, du empfiehlst, oder? Nicht empfiehlst. Ja, wie peinlich ist das denn, na? Wenn so etwas passiert? Es würde mir helfen, wenn du meinen Kanal empfiehlst, ich glaube, oder? War empfiehlt, ich damit ihr, ja, ich also wie du merkst, bei mir gibt es überhaupt keinen Perfektionismus und ich bin wirklich frech, ja, dass ich dann hier frage. Dass ich sage, ich weiß es nicht, ich war was da für ein Artikel. Also ist es so, ich gebe mein Bestes. Ich bin nicht perfekt und ich weiß, dass ich nicht perfekt bin, aber ich gebe mein Bestes und ich mache das, was ich mache und was ich gebe, mit Liebe. Aber auf alle Fälle, okay? Weiterempfehlst, heißt da. Genau. Doch, das wäre sehr gut. Das heißt, Kanal abonnieren. Wenn du denkst, hier bei Carlotta, doch, die Videos gefallen mir, kann ich lernen, dann den Kanal abonnieren. Danach die Glocke aktivieren. Und auch, wieso nicht, wenn du Leute kennst, die auch Spanisch lernen, bitte auch meine Videos weiterempfehlen. Also das wäre leichter gewesen. Weiterempfehlen, oder? Es wäre schön, wenn du meine Videos weiterempfiehlst. Jetzt. Excelente, muchísimas, muchísimas gracias. Und wie gesagt, meine Webseite, man kann den Link zu meiner Webseite im Beschreibungsfeld finden. Und das sind alle Infos über zum Beispiel die Live-Kurse, die Anfang Februar anfangen, okay? Ein Auffrischungskurs A1 beginnt Anfang Februar. Ein A2-Kurs, auch das sind die ganzen Beschreibungen, wie das ist, an welchem Tag, wie der Ablauf ist und so weiter. Das sind wirklich die ganze Info ist da, die Texte und alle Beschreibungen habe ich selber geschrieben. Da findet man alles, okay, da alles. Und auch Informationen über die Videokurse, über den Videokurs A1. Oder über den Video für Anfänger ist das, okay, für Anfänger. Oder über den Videokurs B1. Beide Videokurse kann man jeden Montag anfangen, die Videokurse, okay? Und
Was ist das Besondere da? Die Videos habe ich selber gemacht. Dazu gehören Arbeitsblätter, habe ich auch selber gemacht, okay? Und auch noch das, was mir am besten gefällt, ist, dass ich dabei bin, wenn man Hilfe oder Fragen hast. Das sind Videokurse mit persönlicher Begleitung oder Betreuung, okay? Genau. Bueno, fantástico. Muchas, muchas gracias. Vielen Dank für deine Teilnahme. Das war eine sehr schöne Zeit. Mir gefällt es sehr gut, diese Atmosphäre von dem Spanisch Marathon oder von dem Spanisch Triathlon. Das ist wirklich sehr, sehr schön, wie die Leute so aktiv im Live-Chat sind. Das gefällt mir sehr gut. Das spüre ich. Ich weiß, das ist online. Ich kann euch nicht sehen, aber ich spüre die Sympathie. Ich spüre die positive Energie. Und das ist wirklich ganz super. Und das gefällt mir sehr, sehr gut. Und ich weiß, das gefällt auch euch sehr, sehr gut. Muchísimas, muchísimas gracias. Und bis zum nächsten Mal. Nächste Woche, dann geht es weiter mit Videos und so Sachen, okay? Ich werde wahrscheinlich ganz kurze Videos machen für Infos und so Sachen. Muchísimas gracias. Gut, dann verabschiede ich mich hier. Vamos a ver. Adiós, adiós. Cerstin, Smudo. Danke für die Teilnahme. Horst, Pamela, Konrad, lernen leicht. Muy bien, Cerstin. Muy bien, Smudo, Ingrid, fantástico, Santana. De nada, mucho éxito también para ti. Es que gefällt mir, mucho éxito, muy bien. Cerstin, Erika, fantástico. Raina, muy bien. Kerstin, muchas gracias. Kerstin, Angela, Mónica, Mónica, muchas gracias, fantástico. Danke y excelente. Hasta la próxima, los quiero mucho. Gracias, gracias, gracias. Chao, chao.